zusammen gegen den Faschismus! Alle 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 zusammen! Liebe Leipziger und liebe Leipziger, liebe Gäste, liebe standhafte Demokratinnen und Demokraten, denn darum geht es heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie alle gekommen sind. Das ist ein unglaublich großartiges, tolles Bild vor und hinter uns in den Seitenstraßen. Es sind Zehntausende. Danke, Leipzig! Und deswegen sind wir hier. Wir lassen diese Stadt und dieses Land und dieses Europa nicht denen, die es mit den Füßen treten gegen Demokratie und gegen die Freiheit und gegen die Gleichheit. Wir stehen für Offenheit, Vielfalt und Miteinander. Wer hören wollte, konnte es schon lange hören. Wer lesen konnte, konnte es lange lesen. Ich zitiere einige Aussagen von AfDlern und bitte kommentiert jeden Satz mit euren Mitteln. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Petre Büstron. Das große Problem ist, dass man Hitler als absolut böse darstellt. Jörn Höcke. Auf der Stelle erschießen, am besten das Pakt zunächst zurück nach Afrika prügeln. Dieter Grünert, AfD. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust wieder lohnen würde. Marcel Grauf, Referent. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgenüstet. Markus Frohneier. Liebe Leipziger und liebe Leipziger, ich überlege meine Worte sonst wirklich gut. Aber mir fällt hier nichts mehr anderes ein. Ich finde es zum Kotzen. Zum Kotzen. Deportationsfantasien. Menschen differenzieren in Klassen, in Rassen, in Minderwertigkeit. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Kaum eine Generation vor mir hat das Glück gehabt, so lange in Freiheit und Frieden leben zu dürfen. Ich musste für niemanden in den Krieg ziehen. Ich durfte mich frei entfalten. Von einem kleinen Kind über die lebendige Studienzeit bis in die Gegenwart. Und ich habe gedacht, meine Kinder werden aufwachsen in einem Land, was offen ist, was frei ist, was Menschen alle Möglichkeiten bietet. Und jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst, dass die Rechten kräftiger, stärker werden und uns das alles kaputt machen. Und das lassen wir nicht zu. Danke, dass ihr da seid. Dass plötzlich von einem Vogelschiss der Geschichte geredet wird, so wie Gauland über das dunkelste und schlimmste Kapitel unserer Geschichte, ist widerlich und ganz, ganz grausam. Ich möchte schließen, ihr Lieben. Die faschistischen Ideen werden in Hinterzimmern zu Plänen geschmiedet. Jeder und jede von uns ist gefragt, Gesicht zu zeigen gegen Rassismus. Ich möchte in einem Land leben, in dem es egal ist, woher man kommt. Ich möchte in einem Land leben, in dem es egal ist, wo die Eltern geboren sind. Ich möchte in einem Land leben, in dem alle Menschen gleich sind. Ich möchte in einem Land leben, in dem es egal ist, wen man liebt. Ich möchte in einem Land leben, wo Menschen sich nicht fürchten müssen, egal was sie glauben.
wo Menschen zueinander menschlich sind. Und ich schließe mit dem Zitat von Bertolt Brecht: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Jetzt ist in der Tat, jetzt ist nie wieder ist jetzt.
Propaganda, du siehst den Hochbericht. Du glaubst, was sie dir sagen, weil deine Welt ja sonst zerbricht. Dass Covid nur ein Fake war, das kannst du dir nicht vorstellen. Man konnte doch im Bergamo die Leichen kaum noch zählen. Deswegen waren die Maßnahmen angebracht und richtig. Und auch jeder Lockdown, evidenzbasiert und richtig. Die Experten sind besorgt, wir werden alle sterben. Wir brauchen den Immunschutz, sonst rennen wir ins Verderben. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. ARD, ZDF, Sat.1 und RTL. Ist für aufgewachte Menschen nicht mehr aktuell. Du schläfst weiter nach wie vor. Hast für Schwurbler gar kein Ohr, denn das sind alles Spinner. Gehören eingesperrt für immer. Deswegen waren die Maßnahmen angebracht und richtig. Und auch jeder Lockdown, evidenzbasiert und richtig. Die Experten sind besorgt, wir werden alle sterben. Wir brauchen den Immunschutz, sonst rennen wir ins Verderben. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Die Impfung ist erprobt, wird von Experten nur gelobt. Der Krieg in der Ukraine ist von Putin inszeniert. Das ist auch der Grund, warum man Waffen exportiert. Deswegen gibt's ne Gasumlage für den Frieden, keine Frage. Deswegen waren die Maßnahmen angebracht und richtig. Und auch jeder Lockdown, evidenzbasiert und richtig. Die Experten sind besorgt, wir werden alle sterben. Wir brauchen den Immunschutz, sonst rennen wir ins Verderben. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus. Zieh den Stecker, schmeiß die Kiste aus dem Fenster raus. Mach den Fernseher aus, mach den Fernseher aus.